Recht herzlich willkommen zur 29. Folge von Factorio. Ja, wir laufen hier wieder durch die Gegend. Wir haben letztes Mal die Forschung halt vorangebracht, ne? Das nicht zu vergessen. Alle vier Forschungscenter laufen. Und wir müssen gucken, dass wir jetzt das alles in Einklang bringen. Und ich stelle mir gerade die Frage, wir haben hier fürchterlich viele Laufbänder. Ich glaube, da müssen wir mal gucken, wo die Laufbänder gemacht werden und vielleicht da mal eine Pause einlegen. Wo wandert? Ne? Da werden sie gebraucht. Da auch nicht. Ja, wo werden denn Laufbänder hergestellt? Hier. Elektroteile. Kupfer. War das doch da oben? Ja. Hier werden sie hergestellt. Da nicht. Und Zahnräder. Können wir da was ändern? Ja, ich denke, wir machen das mal gerade. Oh, wir können auch schnellere Laufbänder machen. Dann sollten wir vielleicht mal eine Weile schnellere Laufbänder machen, oder? Dafür müssten aber langsamer hier vorbeilaufen. Das wird dann wieder interessant, ne? Das würde bedeuten, wofür ist dieses hier eigentlich? Was produzieren die da? Die bräuchten Kupferplatten. Okay, da wäre Kupfer produziert worden. Kupfer ist hier. Wird aber nicht da reingefördert, ne, oder? Wo kommt das Kupfer jetzt her? Von hier unten? Nö. Ist das noch im Kreislauf drin? Sieht wohl so aus. Kann ich hier fast sagen, ne? Dann müsste der ja falsch sein. Und den so rum mal machen, ne? Dann geht's mit dem Kupfer auch voran. Die Kupferplatten kommen dorthin und dann wird was hier gemacht. Rote Tränke, alles klar, dann läuft das da wieder. Gut, jetzt müssten wir überlegen, dass wir den Kreislauf halt hier hochkriegen wegen den Förderbändern, ne? Wir können doch diesen hier machen, ne? So ein schneller Knickarmroboter. So, hier sind intelligenter. Vier Elektroteile. Und den schnellen brauchen wir dafür. Den können wir produzieren, ne? So, jetzt fehlt uns da vier Elektroteile. Die müssen wir uns mal gerade besorgen. Ist hier was drin? Ne? Nö. Elektroteile sehe ich gerade überhaupt nicht. Die laufen hier zwar, aber zu wenig auch. Wo werden die hergestellt? Hier. Da fehlt ein Kupferdraht, aber den haben wir gerade angeschmissen, ne? Oder hier wurde? Ne, da wird kein Kupferdraht gemacht. Ja, wo kommt der Kupferdraht weg? Gute Frage, ne? Hier war alles Eisen, ne? Hier wird Kupferdraht gemacht. Da fehlt es an Platten. Aber. Ach so, ja. Der packt das da rein. Und da ist genug drin. Müssten wir den Kupferdraht hier eigentlich noch wegkriegen, oder? Kriegen wir das noch irgendwie hin? So. Und dafür bräuchten wir einen einfachen Roboter, den wir gerade nicht bauen können, weil uns die Elektroteile fehlen. Auch schön, ne? Die Elektroteile waren hier. Ja. Ach, der kann nicht ablegen, oder was? Wo ist es?
Ach, der braucht noch Kupferkabel, alles klar. Aber das haben wir ja hier. Gut, und dann kann er wieder hier nicht ablegen. Ja, die Förderbänder müssten jetzt mal gerade weg, ne? Läuft wieder alles voll. Ja, nimmt der nicht mit F auf? Ah, auch interessant. Das habe ich so gekriegt. Jetzt hole ich mir schnell das Elektroteil da noch. 2, 3. Ich sag nicht, ich finde das vierte, ich kriege hier kein viertes raus. 3 habe ich. Wo ist denn jetzt ein viertes zu kriegen? Ha, keins dran, schade. Kann ich da händisch eins herstellen? Gute Frage, ne? Da fehlen mir die Kupferkabel für. Da fehlt die Kupferplatte für. Die mache ich da. Ja, okay, dann müssen wir uns die hier oben schnappen. Jetzt hat's geklappt. Kupferkabel. Ja, Kupferplatten habe ich 5 Stück. Ach so, Kabel brauchen wir. Ah, da kann ich auch schon welche bauen. So, jetzt haben wir das. Jetzt wollten wir... Was wollten wir denn jetzt gerade bauen? Transportmittel? Den hier, ne, oder? Ah, guck mal, jetzt können wir den Intelligenten, können wir schon bauen. So, jetzt haben wir einen von den Intelligenten. Diesen da. So, jetzt müssten wir gucken. Dass wir hier den Intelligenten hinstellen. So rum. Und dann müssen wir dem sagen, was er da rausnehmen darf, ne? Bedingung für das grüne Logistiknetz nicht verbunden. Bedingung für das grüne Logistiknetz. Oh, jetzt wird schwierig, ne? Den. Oh, okay. Das ging verdammt flott. Okay. Den nochmal aus. Wo ist jetzt sinnig, das langlaufen zu lassen? So. Und jetzt laufen da ganz viele von denen lang. Aber ich glaube, es passt schon so, ne? So, da kommen jetzt rote. Die schnellen Förderbänder kommen da jetzt. Ja, sind wir schon wieder einen Schritt weiter, ne? Und wir haben hier vor allem diesen Intelligenten gebaut. Der ist ja richtig cool, oder? Der nimmt immer nur das runter, was er runternehmen soll. Gucken wir da dann. Schmelzöfentechnik, ne? Wäre jetzt gefragt. Da kommen auch rote bei weg jetzt, okay. Bald haben wir nur noch rote dann hier drin, ne? Es ist aber gerade keine Forschung zugange, weil wahrscheinlich wieder grüne Tränke fehlen, ne? Sieht ganz so nah aus. Da fehlt jetzt ein Knickarmroboter. Ein
Knick am Roboter werden da gemacht und dafür sind die Elektroteile wieder nicht da. Oder? Genau so ist es. Die Elektroteile wurden hier oben hergestellt, oder? Nee, da. Da fehlt ein Kupferdraht. Ich hab da noch was, ne? Da fehlen Kupferplatten. Ah. Jetzt produziert der da auch was Falsches, in Anführungsstrichen, ne? Hm. So. Der hat jetzt so eine doofe Platte da in der Hand, ne? Das war doof jetzt, deswegen ging das nicht, ne? Oh, nee, da wollte ich hin, so. Habe ich kein Kupfer mehr. Gibt's hier unten noch Kupfer in der Kiste hier? Jo. Dahin, das da rein. Ofen läuft. So, Kupferplatten laufen wieder. Und jetzt müssen wir den hier wieder herstellen. Dafür brauchen wir den. Und Elektroteile, super. Elektroteile. Fehlt mir das. Und dann fehlen da Kupferplatten. Hole ich gerade da weg. Okay. Dann kann ich den bauen. Und dann kann ich den bauen. Ich kann sogar zwei davon bauen. Zwei aber noch ein paar Elektroteile. Da fehlt wieder an Kupferplatten. Die kriege ich aber gerade da. So, und dann kriege ich den. Obwohl der jetzt vollkommen über ist, den brauchte ich gar nicht. Ich brauchte einfach nur einen Orangen, ne? Ja. Kriegen wir jetzt gerade keinen Orangen, weil uns wieder Elektroteile fehlen. Die gehen nicht, weil uns wieder Kupfer fehlt. Und jetzt geht's. Jetzt geht auch der. Den baue ich jetzt dahin. Und dann kann ich den dahin bauen. Drehen wir den noch so rum. Und dann kommen wieder die Kupferplatten auch in den Kreislauf. So, sieht gut aus, oder? Wenn die sich da lang drehen, dann gehen die da runter. Kommen da lang und sollten dann gleich hier enden. Und dann kann es wieder Kupferdraht geben. In der Hoffnung, dass es richtig ist. Rote Bänder sind auch schon hier angekommen. Und dann müssen wir mal überlegen, was wir da rausnehmen aus dem Kreislauf. So, da oben geht's jetzt los. Jetzt kommt der Kupferdraht, der wird gleich angenommen und dann gibt's auch wieder Elektroteile, ne? Würde ich mal sagen, oder? Ja, eins ist schon da. Müsste abgelegt werden, geht aber nicht. Ja, da oben wird schon wieder Eisen gemacht. Ja, das ist daneben gegangen, in Anführungsstrichen.
Ja, das heißt, hier muss eine intelligente rein eigentlich, ne? Dafür müsste ich jetzt... Warte mal, wir haben kein Kupfer mehr im System dann, ne? Okay, wir nehmen erstmal hier aus der Kiste das Kupfer. Gut. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Vor allem hier unten läuft es gerade echt doof, weil der nicht absetzen kann, ne? Ja, gleich ist wieder das Band vollgelaufen. Aber er kriegt jetzt hier nichts zu. Rande, einfach weil es wieder fehlt an Kupferplatten. Die aber jetzt hier vorbeikommen und gleich eigentlich gehen. So, und jetzt kann er das wieder nicht absetzen. Das ist recht doof. Dann machen wir das anders. Müssen wir hier diesen bauen. Fehlt jetzt wieder an Elektroteilen. Jetzt wieder an Kupfer. Gut. Okay. Müssen wir Kupfer nachschieben? Nein. Wir haben es hier unten drin. Der nimmt das. Wie viel ist da noch drin? Oh, ist gerade Ende. Und mehr geht da nicht rein. Auch schön, ne? Gut, und ja. Ich würde mal sagen, für die Folge soll es erst wieder reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.